MX-Linux als Normalversion, als AHS-Version und als KDE mit aktiviertem AHS. Was heißt denn das eigentlich? Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem Vortrag hier der TUX-Tage. Mein Name ist Olaf Dressler und ich möchte euch das heute mal so ein bisschen näher beibringen und auch zeigen, was das denn überhaupt bedeutet. Hallo, hier meldet sich der Olaf nochmal aus dem Schnitt zwischendurch. Und zwar hat es sich kurzfristig ergeben, dass ich leider nicht live hier bei den TUX-Tagen dabei sein kann und dementsprechend auch keine Live-Fragen beantworten kann. Ich möchte trotzdem die Möglichkeit geben, falls während des Videos Fragen entstehen, schreibt mir bitte eine E-Mail an tuxtage-mxlinux@ olafdressler.de. Diese E-Mail-Adresse lasse ich ein paar Tage offen. Da könnt ihr mir Fragen schicken und die werde ich dann so beantworten, wie ich es euch beantworten kann, falls Fragen sein sollten in Sachen der Vorträge, die ich hier eben gebe. Ich bitte das zu entschuldigen, aber es geht leider nicht anders und ich bin woanders eingespannt worden. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei den Vorträgen hier und natürlich bei den ganzen TUX-Tagen und alles Gute für euch mit der Erlebnisreise Linux. Ich bin jetzt hier mal auf der Seite von MX Linux und MX Linux kommt mit drei Desktops daher: XFCE, KDE und Fluxbox oder auch Fluxbox. Und wenn wir hier auf die Schaltfläche Download klicken, kommen wir dann auch zu den verschiedenen Versionen. XFCE ist das Flaggschiff dieser Distribution. Und na, vorweg will ich noch mal was zeigen. Und zwar, wenn wir ein bisschen runterscrollen, dann haben wir hier die Möglichkeit, auf Deutsch einzustellen. Dahinter liegt einfach, glaube ich, ein Google Translator. Und wir haben dann als allererste XFCE-Version MX21 im Moment in der Unterversion 2.1. Und hier ist ein standardmäßiger 64-Bit-Kernel von Debian Stable. Dann haben wir noch eine 386er, da gehen wir noch gar nicht drauf ein, aber es wäre auch möglich hier mit sogar einem PAE-Kernel, sprich also kommt darauf an, welchen Prozessor ihr einsetzt. Das wissen aber die Leute. Und dann haben wir hier einmal die AHS-Version mit sogenanntem Advanced Hardware Support. Für neueste Hardware mit 5.18 Kernel und neueren Grafiktreibern und Firmware. Nur 64-Bit. Funktioniert für alle Benutzer, aber besonders, wenn Sie AMD Ryzen, AMD Radeon RX Grafik oder Intel Hardware der 9., 10. und 11. Generation verwenden. Dann haben wir noch die KDE-Version und die ist immer mit aktiviertem Debian Stable Kernel, das heißt also der hier oben, 5.10 ist das im Moment, und aktivierte AHS-Repos. Das bedeutet, wir haben einmal die Möglichkeit, die Kernel auszusuchen, in Anführungsstrichen. Und wir haben dann die Möglichkeit, auch die AHS-Repos zu aktivieren. AHS-Repos bedeutet also für neuere Grafiktreiber und Firmware. Wie sieht das Ganze jetzt nun aus? Das möchte ich euch zeigen. Hier anhand der verschiedenen Kernel-Versionen, die wir hier installieren können. Als allererstes habe ich hier mal die ganz normale XFCE-Version installiert. Ich habe mir auch keine Updates erstmal gezogen. Und wir öffnen jetzt erstmal einfach ein Terminal und da gucken wir erstmal, was wir hier für einen Kernel haben. Wir haben hier ein Linux MX-Kernel 5.18.0-18 AMD 64 Debian. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, das auch hier zu ändern, und zwar in dem sogenannten Paketmanager. MX hat einen eigenen Paketinstaller. Der sieht so aus. Hier unten haben wir in den beliebtesten Anwendungen den Register Kernel.
Und da MX auf Antix basiert, haben wir natürlich auch Antix-Kernel hier. Und dann haben wir verschiedene Updates von weiteren Kerneln hier. Und das ausgegraute 5.10, das ist der Kernel, der im Moment installiert und aktiviert ist. Man kann jetzt hier auch hingehen und den Kernel noch aktivieren, der hier im Bereich AHS ist. Sollten aber dazu noch Folgendes machen, und zwar in den sogenannten Repos von MX. Wir haben hier auch noch einen Repo-Manager. Und der Repo-Manager, da kann man einstellen, wo man denn welchen Spiegel-Server aktivieren will. Wir wollen hier schauen in die Debian-Repos, was da einmal aktiviert ist. Dafür müssen wir das alles mal ein bisschen vergrößern. Na, die Maus will nicht so, wie ich das wohl will. So. Und wir haben hier einmal die normalen Repos von Debian aktiviert. Und in den Einzelquellen sehen wir noch eine MX-List. Und da sehen wir einmal hier das normale Repo. Dann haben wir ein Test-Repo, was standardmäßig nicht aktiviert ist. Und wir haben ein AHS-Repo, wie man hier sieht, was man dann noch aktivieren kann. Dann hätte man auch die XFCE mit AHS-Unterstützung. Das kann man sich hier aktivieren, die Quellen einmal aktualisieren mit apt-update, wie man es kennt, wenn man es kennt. Und dann kann man sich den neueren Kernel aktivieren, beziehungsweise installieren. Und ich zeige euch gleich noch, wo man das dann sehen kann, dass man verschiedene Kernel anzeigen kann. Das kann man aber jetzt hier nicht, weil wir haben jetzt nur die einfache Version in Anführungsstrichen mit dem 5.10er Kernel. So, dazu möchte ich gleich einfach mal in die AHS XFCE Umgebung starten. Dafür pausiere ich mal kurz das Video und bin dann sofort wieder da. So, ich bin jetzt hier in XFCE AHS gebootet. Wie man sieht, sieht man nichts. Man sieht also keinen Unterschied von der Oberfläche her, aber eben halt im Untergrund. Dafür öffnen wir uns nochmal ein Terminal und wir gucken uns nochmal den Kernel an. Und siehe da, wir sind hier bei 5.18. Und dann schauen wir uns jetzt mal hier die Paketmanager an. Und hier unter Kernel. Hier sehen wir, dass wir den 5.18 Kernel installiert haben und die anderen Kernel installieren könnten. Das gleiche gucken wir uns auch noch mal wie gerade eben an in den Repo Manager an. Und hier in den Einzelquellen erkennen wir, dass das AHS-Repo aktiviert ist. Hier an den Debian-Repos ist nichts geändert. Das ist klar, das habe ich vorhin schon gerade eben schon erklärt. Das ist der Unterschied. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie das beim Booten aussieht. Wenn man MX bootet, dafür starte ich mal den Rechner neu und lasse das Video jetzt auch mal laufen. Und nicht erschrecken, ich bin hier in einer virtuellen Maschine. Deswegen sieht das gleich von der Größe des Bildes her, von der Auflösung her, ein bisschen komisch aus. So, da müsste er gleich booten. Da ist es. Ich drücke mal hier die Pfeiltasten. Das ist der Bootbildschirm, GRUB oder GRUB, also ich nenne ihn GRUB. Das wird standardmäßig gestartet und hier in den Advanced Options kommen wir noch eine Ebene tiefer und sehen hier die Möglichkeit, mit Systemd oder ohne Systemd zu booten. Das ist in der Philosophie von Antix, worauf MX ja basiert, dass sie mit einem anderen Init-System booten, was aber keinen Abbruch macht. Das funktioniert genauso gut. Wenn man ein paar andere, ich sage jetzt mal, Außergewöhnlichkeiten haben möchte,
ein Paket, was SystemD benötigt, dann kann man auch in SystemD booten. Das bieten die hier also an und man kann es auch fest einstellen, dass der immer mit SystemD bootet. Das zeige ich im nächsten Video, wenn es geht um Installation und Einstellung von MX Linux. Und hier wäre jetzt die Liste auch größer. Wie gesagt, die Maus habe ich jetzt hier, weil ich in der virtuellen Maschine bin. Beim normalen Boot eines Rechners wird keine Maus hier sein, kein Mauszeiger hier sein. Und hier wäre dann zum Beispiel aufgelistet, wenn hier noch der Kernel 5.10 zum Beispiel ist oder 5.17, 5.19 ist jetzt gerade aktuell. So sieht das eben halt aus. Jetzt pausiere ich nochmal ganz kurz das Video und dann booten wir mal in die KDE-Version, die ja nur ein 5.10er Kernel hat, in Anführungsstrichen, aber die AHS-Repos installiert hat bzw. aktiviert hat. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier im MX-KDE. Da sieht man jetzt nun schon einen Unterschied. Wir haben hier unten die Leiste und dann schauen wir uns auch mal Terminal an und wir machen wieder ein uname-a und sehen hier, dass wir den 5.10er Kernel installiert haben. Und jetzt schauen wir uns auch noch mal die Paketmanager an. Gucken hier unter Kernels. Da sehen wir das gleiche, wie wir gerade eben schon gesehen haben. 5.10 ist aktiviert, aber die anderen könnte ich dann auch noch installieren. Und der Vollständigkeit halber gucken wir uns natürlich auch den Repo-Manager an. Und da sehen wir, dass Bullseye HAS aktiviert ist. So, jetzt möchte ich euch gerne zeigen, wie das geht, einen neuen Kernel zu installieren. Dazu werde ich jetzt nochmal wechseln in die normale MX XFCE ohne AHS Version. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze so funktioniert. Bis gleich. So, da bin ich jetzt in der normalen, Nicht-AHS-Version gelandet wieder. Wir haben hier Aktualisierung zu tun. Die werde ich jetzt mal eben durchführen, werde das Video aber hier wieder pausieren. Da braucht ihr jetzt nicht zugucken. Ich kann höchstens mal zeigen, wie das aussieht. Wir haben also hier entweder die Meldung, dass wir Aktualisierung haben, oder wir haben hier unten dieses kleine grüne Kartönchen. Wir können da draufklicken. Und dann wird uns auch angezeigt, was hier alles aktualisiert wird. Wir können hier einstellen, während der Aktualisierung alle Fragen automatisch mit Ja beantworten. Jawohl, das möchte ich. Und Terminalfenster nach der Aktualisierung automatisch schließen, das möchte ich nicht. Klicke ich auf Aktualisierung und dann wird mein Passwort abgefragt und dann lasse ich das einfach mal laufen. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es fertig ist. Hier möchte ich euch eine Meldung von diesem Update zeigen, die für Anfänger nicht so gerade prickelnd ist. Jean hat das auch schon in einem Video seines YouTube-Kanals gezeigt. Es gab Probleme beim Grub, von Debian aus, glaube ich, kam das. So ganz sicher bin ich mir nicht. Und dann musste da ein Update einfließen. Und jetzt soll hier entschieden werden, wo das installiert wird. Ich mache es immer grundsätzlich auf die Hauptfestplatte, nicht auf eine Partition, sondern hier auf die Hauptfestplatte. Und dann sollte es eigentlich auch funktionieren. Ist nicht ganz glücklich gelöst, weil ein Anfänger weiß überhaupt nicht, was gemacht werden soll. Beim Installieren wird es automatisch ausgewählt. Wir gehen da in dem nächsten Video auch nochmal drauf ein, wo das steht mit dem Grub. Und ja, ist leider so. Schade, dass es so ist. Dadurch ist MX für mich nicht mehr so sehr die Anfänger-Distro, sondern schon für jemanden, der sich ein bisschen mehr mit Linux beschäftigt hat. Okay, ich mache jetzt hier einfach mal weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Update ist durch
Und dann wollen wir uns das jetzt mal anschauen mit den anderen Kernels installieren. Mir fehlte gerade so ein bisschen das Wort. Okay. So, wir gehen jetzt mal hier auf Kernel und dann sage ich, ich möchte mal den neuesten Kernel installieren. Ja, klicke ich einmal hier drauf, sage installieren. Ihr seht hier schon, dass auch hier AHS gecheckt wird, obwohl ich es ja noch nicht aktiviert habe. Das heißt, für das Installieren öffnet er den AHS-Port. Ihr seht, dass es auch dann wieder neue Aktualisierungen gibt, dadurch, dass der AHS-Port geöffnet wurde. Gucken wir uns die Details mal an, was hier noch so installiert wird. Ich kann es leider nicht vergrößern. Die Linux-Headers, Commons, Unsigned und so weiter und so fort. Wird alles noch installiert, genau. Und einfach auf OK und dann lasse ich die Installation mal durchlaufen. Und pausiere jetzt in der Zeit mal das Video. So, da ist die Installation dann auch fertig. Wir haben zwar hier ein paar Error-Meldungen, die ich so interpretiere, dass hier steht ja auch Kernel Preparation Unnecessary for this Kernel. Das heißt, gewisse Dinge, gewisse Geräteunterstützung, wie zum Beispiel hier dieses, das wird entweder Sound oder auch Netzwerkkarte sein. So genau kenne ich mich da jetzt auch nicht aus, dass die nicht benötigt werden. So, dann gucken wir uns das Ganze jetzt auch mal an, wie das aussieht. Und zwar gehen wir jetzt erstmal in den Repo-Manager rein, weil ich ja gerade gesehen habe oder weil wir ja gerade gesehen haben, dass die AHS-Repos aktiviert waren und die sind im Moment noch nicht aktiviert. Das werde ich hier einfach mal nachholen. Hier gibt es eine Meldung, dass das nächste Mal, wenn die Quellen aktualisiert werden, ne, dass die Auswahl dann wirksam ist. Machen wir mal OK, schließen das Ganze hier, schließen auch das. Und jetzt gehen wir hier unten auf das Kästchen, denn die Meldung der Updates ist jetzt wieder verschwunden, dadurch, dass die AHS-Repos jetzt geschlossen wurden. Und ich klicke jetzt mit rechts hier drauf und möchte jetzt auf Aktualisierung überprüfen. Und dann schauen wir mal, was er da hat. Anscheinend nichts, das sieht gut aus. Dann gucken wir jetzt im Boot-Optionen, ob er da schon was eingestellt hat. Und zwar schauen wir mal hier. Das ist nämlich das, was wir, das ist der Grub, den wir am Anfang des oder beim Booten des Rechners sehen. Und wir sehen hier, dass die verschiedenen Kernel installiert sind. 5.19, 5.10, 18-19, das sind so Zwischenstationen, weil es bei dem Kernel hier kleine Probleme gab. Ich hatte ja gerade die Meldung kurz gezeigt, wo wir dann den Grub installieren sollten. Das ist diese Geschichte hier. Also er hat alles installiert und ich möchte dann auch gleich in den 5.19er Kernel, dass er das auswählt, und zwar in Systemd. Jetzt nur mal als Beispiel. Ja. Das wähle ich hier aus. Anwenden. Jetzt wird der Grub installiert bzw. aktualisiert. Und dann starten wir das Ganze jetzt mal neu. Und ich lasse jetzt das Video auch einfach mal laufen, damit wir auch sehen, ob wir irgendwelche Fehlermeldungen haben oder ob alles glatt gegangen ist. Da sehen wir den Eintrag auf dem zweiten Punkt. Ich habe jetzt gerade mal kurz die Pfeiltasten benutzt, um die Sekundenablauf, den haben wir hier unten gerade gesehen, zu stoppen. Und jetzt gucken wir einfach mal und siehe da, der Eintrag ist hier auf dem Eintrag, den ich ja mir dann auch ausgewählt habe gerade. Da starten wir dann ganz einfach mal. Dann melden wir uns an. Und dann schauen wir uns mal an, was für ein Kernel jetzt auch wirklich da ist. Jawohl, der 5.19 ist installiert.
Was kann man jetzt noch machen, beziehungsweise was möchte ich euch jetzt noch zeigen? Und zwar ist, wenn man jetzt mehrere Kernel installiert hat, die werden ja im Verzeichnis Boot Grub, soweit ich das richtig weiß, installiert. Und dann ist irgendwann das EFI, sorry, das Verzeichnis Boot EFI, das wird dann irgendwann voll. Und bei der Installation wurden, glaube ich, ein paar hundert Megabyte ausgewählt an Platz. Und wenn das voll ist, dann gibt es natürlich irgendwann eine Meldung, die auch hier unten aufpoppen kann. Aber dafür hat MX auch ein kleines Tool. Und zwar heißt das Cleanup. Und das würde dann automatisch kommen, wenn eben halt hier die Meldung ist, Boot EFI ist langsam zu voll. Und hier unten haben wir eine Schaltfläche List and Select Kernels to Remove. Dann klicken wir das an. Und dann weiß er, welcher Kernel jetzt im Moment aktiv ist und welche Kernel wir hier entfernen können. Wenn man einen Kernel noch als Ersatz haben möchte, dann sollte man natürlich einen noch hier drin stehen lassen und einen kann man dann auswählen und der wird dann gelöscht. So würde ich immer handhaben, wenn man auf einen neueren Kernel gewechselt ist, dass man eben halt auch noch den alten Kernel da lässt, falls beim neuen Kernel irgendwas schief läuft. Dann kann man beim Booten nämlich den anderen Kernel auswählen. Ausgewählte entfernen. Da macht das gerade, fragt nochmal nach. Ja, lesen wir mal kurz durch. Werden entfernt. Ja, 5.10-18. Ja, okay, let's go. So, da war er auch fertig. Und dann gucken wir mal reingucken. Da sehen wir den Eintrag nicht mehr da. Und jetzt booten wir das Ganze nochmal, um ganz sicher zu sein. Aber was soll da schon anders sein? Wir machen mal einen Neustart. Und dann schauen wir uns mal an, wie das jetzt im Bootmenü aussieht. Ich klicke da jetzt mal rein und sehe, aha, wir haben nur noch den 5.19 Kernel, jeweils in der SysVinit SystemD Version und das Ganze natürlich auch in 5.10.0-19. Booten tut er auch sauber. Deswegen gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass alles wunderbar funktioniert hat. Ja, das war's zu diesem Thema AHS. Frischere Kernel, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben schon 5.19, haben wir jetzt gerade gesehen. Und im Forum von MX wird immer wieder automatisch, wird es dann auch proklamiert, welcher neuer Kernel gerade wieder jetzt aktiv ist. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, beziehungsweise hat euch ein bisschen Einblick verschafft in die Art und Weise mit AHS und neueren Kernel bei MX Linux. Beim nächsten Video, ich hoffe, wir sehen uns wieder oder hören uns wieder. Da geht es um die MX Linux Installation. Ich bedanke mich und wünsche euch noch alles Gute. Bis dahin, moin.